Hast du schon den Bürgerkrieg gemacht? Nein. Wir haben die Hauptquest noch nicht mit dem Dings angeguckt und den Bürgerkrieg auch noch nicht. So, Kumpel. Hast du was zu verkaufen? Du hast gar keine Alchemie-Sachen. Okay. Das war, ging schnell. Gut. Danke. Wenn ihr die entsprechende Begabung habt, solltet ihr die Akademie der Magier in Winterfeste besuchen. Du, dir ist schon aufgefallen, dass ich der Chef der Akademie Magier bin, oder? Von wegen entsprechende Begabung und so. Ich hab's geschafft, Erzmagier zu werden. Ich krieg gerade mal so die einfachsten Popelzauber raus. Für die Hälfte der Magie, die ich im Laufe des Spiels gekriegt habe, habe ich nicht genug Mana-Punkte. Ohne dass ich mich vorher irgendwie mit Trinken und verzauberten Items vollstopfe, die ich anzapfen kann. Mein Herr, habt ihr eine Münze übrig? Hier findet eigentlich jeder etwas. Sagt Bescheid, wenn ihr irgendwelche Fragen habt. Wo bist du denn? Kannst du aufhören, wenn ich komme, die Unsichtbarkeitstränke auszuprobieren? Hi. Ihr seht etwas blass aus. Das ist normal, dass ich etwas blass aussehe. Zutaten unter D. Keine D3 Herzen. Gut, danke. Wenn ihr ein schönes Gespräch. Bitte entschuldigt, aber haben wir da einen Fall von Rüttelfieber? Nein. Das ist kein Rüttelfieber. Akademie ist halt nicht so schnell dabei, die Nachrichten zu verbreiten. Ja, aber gerade vor der Tür habe ich noch die Wache getroffen, die meinte, aber du bist doch der von den Akademie-Magiern, oder? Also irgendwie Dings oder Bums. So, ab zur Dämmerwacht. Der hatte irgendwie nichts in der Hand. Doch, das war der Unsichtbarkeitstrank. Das ist das Problem mit den Dingern. Die sind selber so schlecht zu sehen. Was soll ich sagen? Ich verlege meine auch andauernd. So, zu dir kommen wir gleich. Erstmal geben wir bei ihm hier die Quest ab. Hübscher kleiner Ort, nicht wahr? Hab die Vampirmeister in der Gallenschluchtmine vernichtet. Die Erinnerungen lassen das Biest vergessen, in das sich die Liebsten langsam verwandeln. Unsere Barmherzigkeit verpflichtet uns dazu, es zu vernichten. Hat es schon verstanden, Jess. Was habt ihr zu verkaufen? Klingen, Rüstungen, Materialien zum Schmieden? Ja. Alles davon. Dietrich zum Beispiel, den nehme ich mit. Ansonsten ist hier nicht viel Spannendes mit dabei. Schön, dass wir drüber gesprochen haben. Wir haben auch gerade alles verkauft. Wir haben die Erze nicht abgeliefert. Naja, nicht so dramatisch. Das hätten wir noch machen können. Passt auf euch auf. Hoffentlich versteht ihr euch. Hättet ihr einen Moment Zeit? Gunma und ich haben uns unterhalten und... Nun, wir sind ein wenig besorgt. Was ist denn? Uns beiden ist klar geworden, wenn Isran uns sogar hier hereinlässt, muss er sich wirklich Sorgen machen. Und ja. Wenn er sich solche Sorgen macht, muss es ziemlich schlimm sein. Versteht ihr? Ja, verstehe ich. Macht ihr euch Sorgen wegen dem, was vor uns liegt? Ja, diese Vampire sind eine neue Bedrohung. Und eine absolut tödliche noch dazu. Gunma und ich sind der Meinung, dass wir Florentios Hilfe brauchen werden. Gunma und ich haben hier viel zu tun. Darum haben wir gehofft, dass ihr ihn vielleicht aufspüren könntet. Florentius. Können wir mal anfangen mit, wer ist das? Er ist ein Priester Arkais. Nun, er war es. Es ist kompliziert. Er ist jetzt ein Vampir? Er ist ein wenig exzentrisch. Aber wir können ihm vertrauen und seine Fähigkeiten könnten wir gebrauchen. Okay. Wo finde ich ihn? Nun, das ist es ja. Wir wissen nicht, wo er steckt. Wir haben ihn seit Jahren nicht mehr gesehen.
Ich glaube, er hatte regelmäßigen Kontakt mit den Wächtern und ich weiß, dass Isran sie beobachtet hat. Vielleicht könntet ihr Isran fragen, ob er etwas weiß. Denkt nur daran, dass ihm die Idee nicht unbedingt gefallen wird. Ihr braucht etwas. Okay. Gut. Ja. Guten Tag. Können wir drüber reden? Ihr braucht etwas. Hoffentlich versteht ihr euch mit Isran. Ich kann es ja versuchen. Wir beibringen, besserer Schütze zu werden. Zack. Haben wir das Training gleich erledigt. Warum würde Isran nicht wollen, dass ich ihm Fragen über Florentius stelle? Die beiden kamen nie miteinander klar. Deswegen hat Isran euch auch nicht befohlen, bei der Suche nach uns auch nach ihm Ausschau zu halten. Was habt ihr zu verkaufen? Das ist eher ein zufälliges Sortiment von Dingen. Seht ihr etwas Brauchbares? Ja, die Dietriche. Mächtige Seele nehme ich auch gerne noch mit. Mal Heiltränke, wunderbar. Und die hat richtig Kohle. Ich erinnere mich. Das heißt, wir können ihr unseren ganzen Kram andrehen. Das finde ich gut. Was machen wir dann bei Gelegenheit? Wo kommt denn die Elfenrüstung her? Habe ich die bisher übersehen? Habe ich mich möglicherweise irgendwo mal ganz massiv verklickt oder so? Kann ich hier die ganzen Edelsteine andrehen? Gut, dann werden wir hier unseren ganzen Schmuck mal los. Das finde ich ja vorteilhaft. Also nicht, dass der jetzt viel irgendwie gewichtstechnisch macht. Aber so auf Dauer macht der einfach das Inventar so lang. Ausdauertränke, mal ein bisschen ausdünnen. Magika. Viel Tränke braucht kein Mensch. Das benutzen wir auch einfach alles nicht. Lasst euch nicht umbringen. Bemühe mich. What? Der Bogen. Ihr habt Auriels Bogen. Ja. Ich habe davon in Legenden gehört, aber ich hätte mir seine Schönheit nie vorstellen können. Wir brauchen eure Hilfe, Isran. In der Tat. Der Kampf ist nicht vorbei, solange Harkon noch immer auf Tamriel wandelt. Aber was ist mit Serana? Können wir darauf vertrauen, dass sie das Schwert gegen ihre eigene Art erhebt? Gegen ihre eigene Familie? Ich vertraue darauf, dass sie das Richtige tun wird.
Zumindest versichert sie das uns immer. Und naja, also ich meine, wir können nur so und so oft auch fragen, ne? Am Ende. Mehr kann ich wohl nicht erwarten. Ne. Lasst mich zur Dämmerwacht sprechen. Dann brechen wir auf. Die Männer verdienen es zu hören, dass wir endlich die Oberhand gewonnen haben. Hey, alle mal herkommen. Na los, wir haben ja nicht den ganzen Tag Zeit. Trop, 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 trop. Kann sein, dass sich das mit der Verstärkung gleich erledigt hat. Ah, fehlt noch wer? Ich wusste, dass es eines Tages so weit kommen würde. Ich wusste es, aber niemand wollte mir glauben. Suche noch jemanden namens Florentius. Wer hat etwas gesagt? Sorine oder Gunmar? Ich dachte, sie hätten ihre Lektion inzwischen gelernt. Ich traue ihm nicht über den Weg und ich will ihn hier nicht haben. Sorine dachte, wir hätten seine Hilfe nötig. Sie hat vermutlich recht. Ich sollte mich nicht von Gefühlen leiten lassen. Zuletzt hörte ich, dass er den Wächtern von Stendar in Ruhenwald helfen würde. Vielleicht ist er dort immer noch. Wenn er sich nur halbwegs normal verhalten kann, erlaube ich ihm hier zu bleiben. Normal verhalten, okay. Training für schwere Rüstung. Ihr wisst bereits wollt schon so sagen. Viel wie ich. Und das ist ein echtes. Wir haben diesen Vampiren viel zu lange erlaubt, die Nacht zu vergessen und unsere Leute zu töten. Jetzt haben wir endlich die Mittel für einen Gegenschlag. Jetzt haben wir Auriels Bogen. Und wenn selbst die Götter es so wollen, dürfen wir nicht untätig bleiben. Die Zeit ist gekommen, Hakon und seine unheilige Prophezeiung ein für allemal auszulöschen. Wir werden zu ihren Schlupfwinkeln marschieren und diese abscheuliche Kreaturen zerstören, auf dass sie nicht länger unsere Welt verderben können. Dies ist unser Kampf und dies ist unser Schicksal. Die Zeit der Dämmerwacht ist gekommen. Tötet die Scheusale! Es ist so weit. Zwischen die Augen. Na dann, ich bin gespannt. Was braucht ihr? Es wird Zeit, dass wir den Kampf vor ihren Türen austragen. Sammelt eure Ausrüstung und ruht euch aus, mein Freund. Wir treffen uns vor Burg Volgiha. Ja, dann machen wir das wohl. Hi. Oh, was gibt es? Jutta hat übrigens etwas über Vampirblut und den Bogen gesagt, ne? Also, ich bin immer noch der Meinung, dass es nicht die beste Idee ist, Auriels Bogen da in die Burg zu tragen. Das klingt, als sei es der letzte Teil der Prophezeiung. Das Blut einer Tochter von Kaltehafen kann den Bogen verderben. Kann ich dann euer Blut verwenden? Ich weiß nicht, ob das die geilste Idee ist. Ihr seid eine Tochter von Kalthafen. Das bin ich. Ich denke, wir könnten wohl mein Blut nutzen. Besitzt ihr Pfeile? Elfenpfeile? Für etwas anderes gebe ich mein kostbares Blut nicht her. Ich werde euer Blut im Moment nicht nehmen. Ich bin doch nicht bescheuert. Dann ist es ja gut. Okay. Aber es ist gut zu wissen, dass es geht, auch wenn ich noch nicht ganz verstehe, warum ich das tun sollte. Seid ihr bereit, das hier zu tun? Ich glaube nicht, dass man jemals darauf vorbereitet sein kann, einen Elternteil zu töten. Ich gebe mein Bestes, ihn nicht mehr als meinen Vater zu sehen. Sagt mir, wenn ihr etwas braucht. Wir haben jetzt schon genug Sorgen. Konzentriert euch auf unsere Aufgabe. Ich mache mir meine eigenen Gedanken. Gut. Dann machen wir das wohl, schätze ich. Finde Florentius. Gucken, ob wir diese Quest überhaupt noch machen können.
tatsächlich in dem einzigen halbwegs weißen Stück Karte, das wir noch haben. Bin fasziniert. Da müssen wir von der Fallsteinhöhle aus reiten. Das ist wahrscheinlich das Einfachste. Ah, oder gleich von Riften aus. Dann können wir das Pferd nehmen. War ein Affe im Tütü, er saß auf einem Hottehü. Dein gestern in der Früh. Leider fällt mir jetzt kein Reim mehr ein. Schade aber auch. Galoppe, Galoppe. So, und dann schicken wir Florentius in die Dämmerwacht und da ist da keiner mehr. Die stehen alle schon vor der Bo. Das war ein großer Schatten. Oh, shit. Okay. Ja. Ich hab irgendwie keinen Crosshair. Das ist schlimm. Oh, das ist ein ernsthaftes Problem. Können die drei Bären nicht ignorieren, wo auch immer die herkommen? Hat irgendjemand vielleicht von ihrem Tellerchen gegessen? Doch ein Bär. Was ist denn hier los? Voll die Bäreninvasion. Und irgendwo da hinten, ich vermute... Genau. Unsere Vampirdame. Oh, hi. Wenn du schon mal hier bist, dann lass mich dich verprügeln. Wartet, Frostresistenz. So, war zum Glück nur ein kleiner Drache. So, wo ist der Bär? Da ist der Bär. Das wird euch eine Lehre sein. Oi, 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 oi. Richtiges Bermuda-Dreieck hier. So, die wichtige Frage ist, wo ist das Pferd? Das ist wie in den uralten Legenden. Ah, Vampire, klar. Warum auch nicht? Ich hab mich mit Vampirismus infiziert. Doch, genau so. Ey. Ach, scheiße. Habe ich die Wachen? Gebe auf. Gebe nicht auf, wie es scheint. Nee. Das könnte ein Problem sein. Ja, na, wenigstens ist das Pferd wieder da, ne?
etwas? Nee. So. Ah, Heidewitzka. So. Donkey nachher Vampires. Wird zu Vampirismus. Na, hervorragend. Weil mir ja sonst nicht langweilig ist. Ich vermute, da kann ich nicht einfach eine Krankheit heilen nehmen und dann das alles schick, ne? Das wäre ja zu einfach. Hallo Mirko, schön, dass du reinschaust. Kann ich? Oh Gott sei Dank. Lass uns nach drin gehen oder in eine Höhle, nur weg von hier. Ja, bloß weg von hier. Bei weg von hier bin ich mit dabei. Das machen wir. Mann, ey. Was ein Chaos. 5 Bären, ein Drache, Vampire. Und dann mischt sich die Wache ein. Da werde ich das nächste Mal an Riften ein ganz böses Kopfgeld zahlen müssen. Aber, well, wir sind ja reich. Was soll passieren? Mr. Wolf, hast du dir das gut überlegt? Troll. Noch mehr. Was ist denn hier los? Es ist ein ganzer Zoo. Ich will doch nur darüber reiten. Heidewitzka. Die 1000 Kopfgeld wurden aufgehoben. Okay, das hatte ich nicht ganz mitgekriegt. Können wir jetzt hier endlich in Ruhe durch die Welt reiten? Da wäre ich ein Fan von. Ist das der Zauberwald oder was? Ich habe keinen blassen Dunst. Also ich meine, hier ist jetzt nichts da, was es nicht woanders auch gibt. Aber die Gegnerdichte macht mich gerade ein bisschen... Ach so! Du auch noch. Die Gegnerdichte macht mich gerade ein bisschen fertig. Du magst aber auch nicht so richtig helfen da unten, ne? Ich kriege euch. Das reicht wohl nicht, oder? Eieiei. So, wo ist er denn? Ruhe im Karton. Ah, gute Nacht, Frau Reichenstein. Dankeschön, dass du so lange dabei warst. Gott, das ist ja auch schon wieder um 11. Wann ist das denn passiert? Sturmmantel. Kaiserlicher. I see. Ich hätte den hier sogar plündern lassen. Das wäre mir voll egal gewesen. Aber nein. Er musste sich jetzt mit mir anlegen. Irgendwo hier müsste diese Höhle sein. Ist die über uns? Ist da oben, ne? Da mache ich noch eins. Wäre doch zu langweilig. Mili will offensichtlich, dass ich leide. So, hier sind wir schon mal. Das
bisschen höher. Das sieht hier aus, als könnte das ein Weg sein oder sowas ähnliches. Unwaldgrube. Okay. Volkstagebuch. Tag 14. Ich wusste, ich hätte mich früher für die Ausgrabung melden sollen. Morik hatte den Wächtern monatelang von mystischen Energien berichtet, die in den Tiefen des östlichen Gebirges ausgemacht hat. Er sagte, er habe ein paar alte Bücher über die Ruinen von Ruhenwald gefunden. Oder so etwas in der Art. Eine mehrere tausend Jahre alte Kammer der Nord. Ich weiß noch, wie ich damals dachte. Ach ja, wenn sie so alt ist, wieso hat sie dann noch niemand entdeckt? In dieser Gegend wimmelt es schließlich nur so von Abenteurern. Die meisten der anderen Wächter schienen meiner Meinung zu sein. Wir hatten Wichtigeres zu tun. Doch Morix ließ sich nicht beirren. Er stellte eine Gruppe zusammen und begann mit den Ausgrabungen. Und als er auf einen seit Ewigkeiten vergrabenen Tempel stieß, nun sagen wir mal, ich kam mir vor wie ein Troll im Misthaufen. Schon bald schickte er flehende Briefe an die Halle, sie möge ihm so viele Männer wie nur irgend möglichst schicken. Ich zögerte noch immer, mich freiwillig zu melden, da mir alles immer noch etwas rätselhaft erschien. Doch als die Kunde kam, dass sie zur Hauptkammer vorgestoßen waren, packte ich meine Sachen, um ihm zu helfen. Ich wollte schon immer einen Platz in der Geschichte einnehmen, und wie heißt es doch so schön, besser spät als nie. Leider hatten sie nicht erwähnt, dass Spätankömmlinge den Wachdienst übernehmen mussten. Ich sitze den lieben langen Tag und halte nach Banditen und Wölfen Ausschau. Von beiden bisher keine Spur. Sag mal, hast du mal die Augen aufgemacht? Auf dem Weg hierhin war Sodom und Gomorra unterwegs. Aber gut. Eigentlich sehe ich nur die Ausgräber, wenn sie neue Vorräte holen kommen. Und wo ich gerade drüber nachdenke, mir ist aufgefallen, dass ich sie in letzter Zeit sehr viel seltener sehe. Tag 19. Ich habe nur schon seit 3 Tagen niemanden mehr hochkommen sehen. Der letzte, den ich sah, war Appa. Und der schien nicht einmal wirklich bei sich zu sein. Lief mit einem merkwürdigen, leeren Blick herum und sagte Florentinus und mir, wir mögen bei der nächsten Gelegenheit nach unten kommen. Dann verschwand er wieder. Irgendwas stimmt hier nicht und ich werde rausfinden, was es ist. Volk. Tja, Volk. Ich würde sagen, du hast recht. Eine Dämmerwacht, Kriegsaxt. Aha. Dann bis zum nächsten Mal, Mirko. Viel Spaß. Was? Was war das? Bezauberter Wächter. Nehme ich mir da mal das Blut mit. Thema erledigt. Die hat sich erstmal gleich wieder wiederbelebt. Das ist creepy, Serena. Muss das sein? Was? Jetzt gehört ihr mir. Das hätten wir geschafft. Die sind jetzt auch irgendwie nicht so die wahnsinnige Herausforderung. Irgendwas stimmt hier nämlich, ich werde herausfinden, was es ist, auch so berühmt der letzte Worte. Ja, es sei denn, es stürmt was mit der Monduhr nicht. Da kann man diese Worte regelmäßig wiederholen. Zombie-Gebrumme.
Verstehe dich. Dieses Mal nicht.